So, welcome back, die Haragumo. Wie schon gesagt, die Japaner unterscheiden sich zwischen Ballerbude, ne, ich nenne sie Ballerbude, das ist die Haragumo-Seite hier, ab 5 teilen sie sich auf, oder die Torbuden. Wobei ich sagen muss, ich meine zum Beispiel, die hat auch immer noch, ne, die hat auch nur noch einmal 4, du weißt, hier, ja. Hier auf Stufe 7 gibt es sogar selbst bei den Ballerbuden immer noch 2x4 Torps. Ich bin übrigens auch der absoluten festen Meinung, dass die japanischen Zerstörer die besten Zerstörer sind, wenn man Zerstörerleben anfangen will, weil sie sehr früh sehr weitreichende Torps haben, einen sehr guten Tarnwert haben und man damit, glaube ich, vernünftig üben kann. Jeder Widerspruch ist natürlich gerne gehört, aber ja. Wir fangen an mit der Haragumo. Ja, die Haragumo, wie gesagt, wunderbare Geschütze, insgesamt 5 davon. A2 Rohre mit nur 100 mm, dafür aber 2,8 Sekunden Nachladezeit. Nur 7% Abfackelwahrscheinlichkeit, das werdet ihr sehen, was, wie viele Schüsse wir nachher hatten. Und, ne? Wir haben einen unheimlich hohen Schussbogen. Das heißt, wir können wunderbar auch mal über eine Insel rüberschießen, das geht wunderbar. Müssen aufgrund des Schussbogens aber wirklich sehr gut zielen. Ich habe sie in der Reichweite geskillt. Darüber kann man streiten. Torpedos mit 12 Kilometern nehme ich mit. Muss man nicht machen. Man könnte theoretisch auch 8 Kilometer Torps mitnehmen. Wäre halt da. Die laden 14 Sekunden schneller nach. Sie sind mit 2400 weniger Schaden. Aber dafür sind sie auch deutlich schneller. Kann man sich überlegen, muss man aber nicht machen. Wie gesagt, ist eben halt so eine Überlegung. Ansonsten habe ich die üblichen, für mich die üblichen Verdächtigen. Das ist Pflicht. Habe ich eigentlich auch auf jedem Schiff, egal was für ein Schiff, immer auf Position 1. Das ist für mich auch Pflicht. Manche mögen hier Schutzsystem für das machen. Manche möchten eine Motorboost mehr haben, ich nicht. Hier hätte man natürlich bei den Japanern auch die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme nehmen können. Ich fand richtig zielen wesentlich wichtiger, deswegen das. Schadensbegrenzung. Mein persönliches, ja, ich möchte Schaden begrenzen können. Und als Zerstörer kriegt man eben halt immer Schaden. Und ja, natürlich würde es besser gehen, man kann besser ausweichen, wenn man zum Beispiel das bessere Steuergetriebe hat. Wargaming schlägt vor, das Ding schneller zu machen. Nein, meins ist es nicht. Bei mir gibt es Schaden. Hier gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Tarnsystem ist vollkommen klar beim Zerstörer mit das Wichtigste, egal bei welchem. Und ich bin jemand, ich nehme es egal bei wem mit. Bei welchem Zerstörer. Feuerleitanlagen auch nochmal, damit ich ein bisschen mehr Reichweite habe. Ich hätte hier natürlich auch das nehmen können, dann würden die Dinger noch schneller nachladen, allerdings auch schon wieder wesentlich langsamer drehen. Und wer will denn das? Ja. Und das war's. Für mich üblich, Hamburg-Flagge drauf, die Hund-Flagge drauf, Hamburg, klar, meine ehemalige Heimat und da, wo ich auch groß geworden bin. Und die Hund, der Hund wirklich als mein chinesisches Sternzeichen, das passt tatsächlich. Habe ich damals Glück gehabt, ne? Dass das so war. So, wir haben 20er Kapitän drauf. Wir brauchen keinen Container mehr. Wir können die Bonis also ruhig runterschrauben. Ja, beim Kapitän können wir sie auch lassen. Ja, aber wollen wir auch mal einen 21er Kapitän haben. Ne? Und dann gehen wir jetzt mal ins asymmetrische Gefecht. Asymmetrisch, wisst ihr hoffentlich, ist dieses Gefecht, wo ihr mit 4 Schiffen gegen eine deutliche Überanzahl an deutlich geringer stufigen Schiffen spielt. Es dürfte hier also euch begegnen, also 8er, 9er und wenn ihr tiefer spielt, natürlich auch tiefere Schiffe. Wenn ihr ein Schlachtschiff, wenn ihr ein Superschiff dabei habt, werdet ihr merken, werdet ihr vermehrt 9er dabei haben. Jetzt haben wir sogar nur bis 8 drauf. 2 Stufen drunter. Wichtig, ihr könnt ja im Nebel mit der Kiste und achso, wir haben noch nicht über die Verbrauchsmaterialien gesprochen, da können wir aber jetzt drüber sprechen. Wir haben, klar,
U-Boot-Abwehr, wir haben Schadensbegrenzungsteam, viermal Nebel, viermal Geschwindigkeitsboost und viermal Torp-Nachladebooster. Ihr seht, 2 Minuten 42 ist natürlich auch eine ewige Zeit. Na, deswegen kann man sich am Anfang überlegen, man könnte jetzt einen dieser Booster benutzen und könnte sagen, okay, ich lade die Dinger schon mal vor, das können wir. Oder wir sagen, oh nö, ich verzichte erstmal auf die Torps und warte, bis sie wirklich durchgeladen sind. Und dann kann ich sie zweimal kurz hintereinander einsetzen, weil ich ja den Nachladebooster drücken kann. Ne? Auch eine Überlegung, oder? Kann man mal drüber nachdenken. Ja, und ich hätte mir mal einen Kaffee kochen sollen nach dem leckeren Essen, aber machen wir gleich noch. Wenn ich diese Runde abgeschlossen habe. Nachteil ist bei diesem wie auch bei der Shima, sie sind beide ziemlich lang, dementsprechend ist ihre Wendigkeit nicht sonderlich hoch. Wenn man dagegen mal eine Z52, eine Gearing oder eine Halland im Vergleich fährt, werdet ihr merken, holla, das ist ein ganz anderer Schnack. 37 Knoten ist definitiv eine Ansage, das kann man schon mal durchgehen lassen. Flugabwehr ist auch ziemlich gut, weil sie eben halt auch die normalen Geschütze für die Flugabwehr benutzt. Auch das kann man eben halt machen. Und ihr seht, ich habe immer noch eine Minute 20, bis ich überhaupt mal irgendwas torpen kann. Und wie gesagt, bitte bedenken, nur 5 Kilometer. Wir haben insgesamt 4 Zerstörer auf der Gegenseite. Das heißt, wir dürfen jetzt sowieso schon damit rechnen, dass einer hier drin ist. Hier sind 2 drin und das tue ich mir jetzt mal nicht an. Aber was ich mir definitiv antue, ist auf die Bänder zu schießen. Benson hat nämlich eine Menge Torpzimmer dabei und das ist nicht so schön. So, unser Schliefen fährt leider warum auch immer in die Torps komplett rein. Es stehen 4 Schiffe gegenüber. Da kann man sich jetzt wirklich fragen, wow, super. Achso, ich bin durch den Radar offen. Okay, stimmt, okay. Die Baltimore hat mich aufgemacht, das darf man nicht vergessen. Und ich kann nicht mehr gegenwenden. Ich fahre eventuell in die Torps rein. Ich kann das einzige noch mal versuchen, weil ich keine Ruder habe. Ich kann abbremsen, damit ich eben halt nicht in die Torps reinfahre. Und unser Schliefen ist gleich Geschichte, wenn sie so weitermacht. Wichtig auch, wenn ihr nebelt, bewegt euch im Nebel, zieht den Nebel so weit wie möglich. Erst wenn er sagt, Nebel ist Gesetz oder Nebelwand ist Gesetz. Das hat er jetzt hiermit getan, in Japanisch halt. Nicht mal doof, wenn man dann so, jetzt kann ich mit Nebel nichts mehr anfangen, weil ich ja niemanden mehr habe, der aufdeckt. Dementsprechend ist dieser Ort für mich komplett verloren. Einfach, ne? Absolut verloren. Ich könnte jetzt hier reintorpen. Die haben ihre beiden Zerstörer verloren. Aber ich sehe halt nichts, weil, wie gesagt, er fährt auch weg. Und wichtig, immer schön wedeln, Gas spielen auch ein bisschen, das vergesse ich auch mal mit Vorliebe. Da passieren einem dann wieder solche Sachen.
So, man kann das ja auch bei dem Yoda-Boost benutzen, ne? Wenn man hier schon mal. Jetzt kommt hier der nächste auf mich schießt. Klar. Ah, und ich brenne schon wieder. Jetzt kann ich natürlich mal kurz. Ich setze sie extra mal, weil ich davon ausgehe, dass sie Feuer eindrehen wird. Und immer schön gucken, wo ihr hinfahrt, ne? Auch wichtig, ne? Nicht ganz unwichtig. Immer schön gucken, wo ihr hinfahrt. Und bei den asymmetrischen Gefechten merken, wichtig, ihr werdet immer erleben, sie löschen mit Vorliebe nach dem zweiten Brand. Du willst mir nicht erzählen, du bist jetzt komplett durchgefahren. Danke. So, wichtig ist eben halt, ich kann auch wieder nicht nebeln, weil ich nicht weiß, wer hier was aufdeckt. Ich würde es gerne, aber ich kann es nicht. Jetzt seht ihr mal, was da vom Himmel regnet, ne? Das ist der Wahnsinn, ne? Und sie brennt und das war sie dann, würde ich sagen, genau. Das Problem ist, ne, für die Gegner jetzt, ich kann hier einen solchen Ding setzen. Das Problem ist, sie kommt eben halt ewig später an. Bis ich mal wirklich was damit treffe. Ich habe schon wieder 20 andere Dinger gesetzt, aber ich habe sie angezündet. Ne? Also, Flash hat es leider nicht geschafft. Willst du schon wieder nerven, ey? Hast du noch nicht genug gebrannt? Helfen. So, unser Schlachtschiff ja scheinbar irgendwie keine Lust hat, sich darum zu kümmern. Ich habe wieder was getroffen. Das Schlachtschiff muss sich mit der Norka rumärgern, wobei das könnte eigentlich auch die Kitakasi übernehmen. Hier ist ja noch eine Norka. Verdammte Axt. Ja, da müssen wir erstmal hin, ne? Fahren wir erstmal ein bisschen dichter ran. Also klar, wenn ihr 12 Kilometer Torps habt, bringt es nichts. Wenn ihr jetzt torbt, ne? Das ist totaler Blödsinn, ne? Also da müsst ihr schon auf 10 oder so ran, am besten noch dichter, ne? Wir haben hier, bei mir steht es immer da, genau, oft bin ich ab 6,2, ne? So, die Zieten fährt da raus, eventuell habe ich Glück, wir haben den Nachladebooster ja wieder ready, dementsprechend können wir da auch gleich mal hinsetzen. Ja, wir sollten vielleicht aber erstmal irgendwie mal ein paar Schiffe beseitigen. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da ist noch eine Split, okay.
Damit habe ich dann jetzt auch die Unsichtbare getroffen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen irgendwie. Schön, sie können eigentlich den Finger mal auf der Maustaste lassen. Ne? Also, das ist bei dem Schiff hier überhaupt kein Problem. Das Gute ist ja hier überhitzt auch nichts. Ne? Fuck, beinahe getroffen. Aber auch nur beinahe wieder. Der große Nachteil an der Split ist eben halt, sie ist auf Ewigkeiten offen. Das hilft mir aber auch nichts, wenn ich so schlecht treffe, wie ich treffe. Endlich hat es irgendjemand erledigt. So, jetzt sehen wir mal kurz in der Statistik. Schön. Jetzt seht ihr mich nicht, wenn ich so in die Statistik gucke. Seht ihr mich schon wieder nicht. Muss ich doch so sitzen bleiben. 295 Hauptbatterietreffer, 3 Torpedotreffer, 3 Ausfälle ausgelöst, 3 zerstört. 9 Brände bei 295 Treffern, das ist natürlich echt übel und ich habe ja nur mit HE geschossen. Ne? Also, ne? 3 Wassereinbrüche, 3-mal verteidigt, 5 Schiffe aufgedeckt. War also jetzt nicht die schlechteste Statistik und trotzdem bin ich das schlechteste Schiff im ganzen Spiel. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich hätte ich noch mehr töten müssen, als ich habe halt nur 3 getötet. Die Thresher, also U-Boote kriegen ja sowieso immer unendliche EP-Punkte, keiner weiß warum. Die Kita hat 4 getötet, hat wahrscheinlich auch noch gecappt nebenbei, das habe ich halt nicht. Und ja, daran könnte es definitiv gelegen haben. Aber ich bin stolz, so wie es war, es ist eine völlig vernünftige Runde. In asymmetrischen sowieso, und wenn ihr in einem normalen Zufallsgefecht 107.000 damit erreicht, dann seid ihr gottgleich. Nein, nicht ganz, aber eine Stufe drunter. Ne? Auf jeden Fall Gott, seine Mutter, sein Bruder, seine Schwester. Ne? Also von wegen daher, ne? Entschuldigung, falls ich jemanden Gläubigen jetzt irgendwie, ne, zu nahe getreten bin, tut mir leid, das war nicht in meiner Absicht. Achso, das haben wir jetzt gar nicht geguckt. Wir haben trotz geringer Bruni immerhin noch 133.000 plus gemacht. Wir haben, glaube ich, schwarze drauf. Naja, schwarze, aber ich habe eben halt auch das Bonuspaket. Ich habe früher, als ich die ersten Schiffe erspielt habe, immer die teure Tarnung, die ist spezielle gekauft, wo dieses Bonuspaket ja im Endeffekt früher mit drin war. Dementsprechend habe ich das bei fast allen älteren Schiffen, bei den neueren nicht, da ich jetzt auch gerade ja eine Zeit lang nicht in Arbeit stand und nicht das Geld dafür hatte, jetzt für jedes Schiff auch noch dieses Ding zu kaufen. Aber hier, ich kann es euch nur empfehlen, also wenn ihr die Dinger wirklich häufiger spielen wollt, gebt das Geld aus, es lohnt sich. Ne? Ihr seht, ne, ihr habt 50% automatisch 50% mehr Kreditpunkte, automatisch mehr Schiffs-EP, Kapitäns-EP und. Das macht was aus und dann geht es auch mit schwarzen Bonis. Ne? Oder grauen oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Ich nenne sie immer schwarze Bonis. Ne? So, und dementsprechend, ja, einfach mal drüber nachdenken. Ne? Ich finde es, wie gesagt, schon wichtig. Also wenn man so ein Schiff hat, was man gerne spielt oder viel spielt, und damals hattest du gar nicht die Möglichkeit. Du musstest diese, wenn du diese spezielle Tarnung für dieses Schiff haben wolltest, dann war das automatisch verbandelt. Das waren, glaube ich, 19 Euro damals. Heute kriegst du ja die Tarnung eben halt für 200 Euro. Sie hat aber eben halt keine Vorteile mehr, außer dass dein Schiff anders aussieht. Und den größten Witz haben wir bei der Gdansk gesehen. Oh, wird von schlecht grau angemalt auf gut grau angemalt. Spitze World of Warships. Egal. Ihr habt die Haragumo gesehen, beim nächsten Mal zeige ich euch die Schimmelkatze
oder Shimakaze, wir nennen sie immer gerne die Schimmelkatze. Das absolute Gegenbeispiel dazu, wir haben langsam nachladendere Geschütze, wir haben größere Geschütze, wir spielen eben halt mit drei Torpörfern auf Torps und nicht auf Ballern. Aber wir können theoretisch auch gut ballern. Und noch eine wichtige Sache, bei Japanern werdet ihr immer das Problem, bis auf die Jodo, der leichte Kreuzer haben, dass die Türme sich gerne langsam drehen. Also kommt nie auf die Idee, eine Verbesserung einzubauen, wo die Turmdrehgeschwindigkeit noch weiter runtergesetzt wird. Geht nicht. Nicht machen. Na? In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen und sage Tschüss.